Mir läuft der Ohrwurm immer noch nach. Bald, bald ist Weihnacht. Heiligabend steht vor der Tür. Und es ist so, bald ist Weihnachten. Als CLZ wollen wir das Jahr miteinander Weihnachten neu entdecken. Eine alte Geschichte neu entdecken. Das braucht Kreativität. Aber es ist eine lebendige Geschichte. Wir wollen sie zumindest in unser Leben hineinholen. Mehr noch. Wir wollen sie mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Nachbarn, Freunden und Verwandten zusammen entdecken. Weihnachten neu entdecken ist nicht einfach eine Predigtreihe im Advent. Es ist ein Anlass, es ist ein Erlebnis. Wir werden zentrale Symbole oder Themen von Weihnachten aufgreifen und in der Adventszeit erlebbar machen. Eins grosses Symbol ist Licht. Was passt da besser, als ein Kerzenziehen anbieten, Adventskränze basteln oder mit einer Feuerschale ein riesiges Feuer machen? Dann sind wir ja schon bei den Hirten. Das Licht, das in die Welt kommt. An diesen Anlässen, wenn wir mit zwei, drei Sätzen, mit zwei, drei Gedanken die Leute abholen und sie einladen, am Sonntag weiter darüber nachzudenken. Geschenk. Aktion Weihnachtspäckchen, Weihnachtsgutzeln zusammen. Gott verschenkt sich selber, wird Mensch. Kind. Gott wird ein Kind. Auch das wollen wir aufgreifen. Wir werden einen Kinderkino-Nachmittag anbieten. Am Heilig-Nachmittag. Von den Zweinen an. Da können die Eltern noch die letzten Einkäufe machen, die letzten Vorbereitungen. Die Kinder schauen miteinander einen Film. Und wir laden sie ein, zu vertiefen, was es heisst, Gott wird Mensch. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde miteinander Weihnachten neu entdecken. Die Symbole, die Rituale erfahrbar machen. Und Weihnachten zmitscht in unser Leben hineinkommt.